Nein, musst du nicht. Sag nicht, die haben mich entdeckt. Hier war doch früher eigentlich so ein kleiner See zwischendrin. Wo ist denn der hin? Oder nee, kein See, Entschuldigung, ein Fluss. Darum habe ich auch gedacht, ich laufe da in die Berge. Oder kam der danach? Aber ich kann euch, da fällt mir gerade ein, was anderes zeigen. Denn in diesem Haus gab es was ganz Besonderes. Nämlich, wo ich nach ein paar Updates mal kurz wieder reingeschaut habe in das Spiel. Dachte ich, es gibt überall Keller, aber im zweiten Level haben wir ja gesehen, da gibt es keine Keller. Aber in diesem Haus da hinten kann man in den Keller gehen. Das werden wir dann auch gleich mal machen. Ach, Mist. Das hätte ich noch geschafft gestern. Ich habe mich von den Bäumen verunsichern lassen. Und vor allem von den Felsen. So, solange wir noch ein bisschen Energie haben, sollten wir da auch laufen. Oh Mann, der Typ ist viel zu schnell erschöpft. Ich glaube, ich muss viel, viel mehr Zeug... Oh nein, jetzt gibt's ja auch Wölfe anscheinend. Das sieht für mich sehr wolfig aus. Das blöde Vieh läuft aber auch auf uns zu. Die laufen alle auf uns zu. In die andere Richtung. Das ist meine letzte Fackel und ich habe keine Waffe. Natürlich hast du mich entdeckt. Ich muss aber in das Haus kommen. Kann man eigentlich mittlerweile an den Bäumen hier was machen? Sieht nicht so aus. Schade, ihr könnt noch gefrorene Äpfel oder sowas dranhängen. Nö. Rumholzen kann ich ja auch nicht. Ein Glück, der hält ein bisschen Abstand, das heißt, ich kann doch mal kurz schauen. Der Bauernhof. Kann man hier mittlerweile rein? Hier war doch mal eine Tür oder sowas. Genau. Nö, geht immer noch nicht. Ach komm, die nehmen wir jetzt mit. Da ja glücklicherweise Abstand hält, kann ich mir das jetzt leisten. Okay, hier haben wir nichts drin. Okay, jetzt möchte ich doch vielleicht doch lieber ins Haus. Was ist eigentlich aus dem Hund geworden, der da gewohnt hat? Geh weg! Ich möchte nur in das Haus, in dem die Scheiben schon kaputt sind. Okay, jetzt fühle ich mich sicher.
Oh, guck mal, da liegt eine Brechstange. Da würde ich auch vermuten. Ich wollte eigentlich an genau diesem Tag. Oh, Erdnussbutter. Ins nächste Gebiet kommen. Das schaffe ich aber, glaube ich, nicht. Mit so viel Zeug, was ich gerade eigentlich gar nicht brauche. Ja. Da, Schweinefleisch und Bohnen. Ich esse jetzt erstmal was. Okay, es war zu viel. Ich guck mal oben, vielleicht finde ich ein paar Kleidungsstücke. Kann ich den Schaukelstuhl auch zerlegen? Nee. Man kann die Regale zerlegen, aber Stühle anscheinend nicht. Ich kann sogar. Irgendwie kann man in Büchern was lernen, aber ich weiß nicht, wie das geht. Handschuh. I could use this. Die trage ich jetzt. Was fehlt uns noch? Uns fehlen Schuhe und irgendeine Überweste oder sowas. Ein Kleiderschrank. Buch, Brandmaterial, Brandmaterial. Wieso kann ich die nur verbrennen? Das ist total doof. Was ist das? Ein Tee? Oh, Kaffee. Oh, den nehme ich gern. Ja, in den Aktenschränken werde ich jetzt bestimmt nichts Nützliches finden, denke ich mal. Ich glaube nicht, dass die in den Schränken da Holz oder irgend sowas haben. Quatsch, nicht Holz, sondern Schuhe. Dann könnte ich hier in den Schubladen mehr Glück haben. That'll come in handy. Wenn wir schon mal davon reden, ich habe Schuhe. Schlechte Schuhe, ich glaube, die muss ich auf jeden Fall mal reparieren. Ich habe kein Leder. Ich hab's zurückgelassen. Toll. Ein kaputter Fernseher, der uns auch nichts bringt. Eine Lupe, die habe ich auch zurückgeschmissen, weil weggeschmissen. Gut, das war unsere letzte Flare. Wir sind jetzt absolut so ziemlich schutzlos gegen alles. Ich meine, gegen Bären hätten wir eh nichts entgegenzusetzen, aber Wölfe können uns jetzt einfach in Stücke beißen. Oh, Medizinschränkchen sollte ich vielleicht mal reinschauen. Denn wir haben festgestellt, wir brauchen viel, viel mehr Pillen als früher. What have we here? Zumindest Schmerzmittel. Nichts Nützliches. Eine Daunenjacke. Kann ich die drüber ziehen oder ist das was extra? I'm gonna have to leave something behind. Okay, dann brauche ich die hier nicht. Ich will aber die Brechstange zum Beispiel auch nicht loswerden, weil ich Angst habe, dass ich sie dann irgendwann mal brauche und dann ärgere ich mich. Ich bin froh, dass ich überhaupt eine gefunden habe. Nach langer Zeit. So, wir haben noch 6 Stunden Tageslicht. Vielleicht
Gehe ich mal das Risiko ein und schlafe jetzt so um die 5 Stunden. Und gehe dann einfach mal nochmal raus, nachdem ich was gegessen habe und getrunken. Ich muss auf jeden Fall. Oh nein, es ist ein Schneesturm natürlich. Vielleicht soll ich den nächsten Tag erst rausgehen. Ich esse jetzt mal das Zeug hier weg. Ich habe jetzt so viel Zeug mittlerweile im Inventar. Dann erhole ich mich lieber an dem Tag noch. Weg. Das haue ich auch mal weg. Zweimal Brandbeschleuniger sollte reichen. Diese leichte brennbare Rinde kann als Zunder genutzt werden. 25, 20. Ist alles gleich schwer. Ich schmeiß mal diesen Zunder hier weg. Es ist nicht viel, was ich dadurch loswerde, aber hier 4,5 Kilo Stöcke behalte ich mal lieber. Aber davon schmeiße ich mal was weg. Es ist nicht viel, aber summiert sich auch. Antibiotika. Da. Eigentlich ein Frevel, aber die lasse ich mal. 5 Stück sollten davon reichen. Hier kann ich nichts reparieren, leider. Ich wollte eigentlich eine Aktion machen, aber ist okay. Wir haben noch einiges an Brennstoff, wir haben noch Werkzeuge, die ich eigentlich auch nie nutze. Wisst ihr was? Ich schmeiß die Werkzeuge jetzt weg. Das ist totaler Schwachsinn, dass ich trage viel zu viel Zeug mit mir rum. Ich habe doch getrocknetes Leder, warum kann ich das nicht zur Reparatur nutzen? Ich habe kein Nähset mehr, hä? Ich hatte doch mal eins. Ich habe kein Nähset mehr? Habe ich das aus Versehen weggeschmissen? Oh, hoppla. Ich schlafe mal 8 Stunden. Im Schneesturm kann ich eh nicht rausgehen. Das wäre mein Tod. Du bist total, ja, komplett erholt aufgewacht, natürlich. So. Was? Ach so, nee, ich muss ja das. So, es geht nach Gewicht. Ich trinke mal ein paar Limos weg. Oh, vielleicht doch lieber danach. So. So leert sich auch langsam der Rucksack. Haufen Tee dabei. Naja, besser als zu wungern. Brauchbare Jacke. Ich gucke einfach mal rein, wegschmeißen kann ich sie immer noch. Jetzt wären wir auch noch wählerisch, weil wir die Wahl haben. Okay, wir kriegen plus 12. Wir sind ausgeruht, wir haben kaum Hunger und haben kaum Durst. Das
Das ist gut. Und wenn wir jetzt noch ein bisschen Lampenöl verbrauchen, wären wir noch leichter. Ich muss bloß gucken, wie wir irgendwie rüberkommen. Ich versuche jetzt erstmal zu dem alten Auto zu kommen. Vielleicht kann ich ja da direkt in die nächste Karte laufen. Ich kann halt auch nicht ewig aufnehmen. Mal überlegen. Wir sind jetzt bei minus 13 Grad Celsius. Das ist nicht so gut. Da war, glaube ich, der Weg zur Straße. Ist das überhaupt der Weg zur Straße? Doch, ich gehe davon aus. Vielleicht soll ich wirklich nicht rennen, weil das, ich habe das Gefühl, dieses Rennen macht mich einfach zu schnell kaputt. Aber das andere ist mir irgendwie zu langsam. Mal, wie das unsere Ausdauer frisst. Und am Wolfsberg kenne ich mich auch gar nicht aus. Das heißt, ich muss da auch erstmal schauen.